Guten Morgen euch allen. Montag, wir starten in eine neue Woche und ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun können heute Morgen mit unserem kleinen Go for Peace Impuls für diesen heutigen Tag. Ihr merkt, ich stehe hier an einem ungewohnten Ort im Badezimmer unseres Gästebereiches, aber im Augenblick kommen ja nicht so viele Gäste. Von daher begrüße ich euch von hier aus. Springen wir aber sofort nach Jerusalem, das ist der Ort, wo das heutige Evangelium stattfindet. Und Jesus war nachts über beim Ölberg, dann am nächsten Morgen geht er gleich wieder in den Tempel hinein und ist dort am Lehren. Und dann kommen einige Pharisäer und Schriftgelehrte und sie brachten eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. So heißt es bei Johannes im 8. Kapitel. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als Erster einen Stein auf sie. Und dann bückte er sich wieder und schrieb weiter mit dem Finger auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Tja, dieser kleine Finger, was kann der nicht alles machen? Das haben wir heute im Evangelium schon gehört. Dieser kleine Finger kann auf andere zeigen: Der da, die da. Hast du das schon gehört, was der gemacht hat oder was die gemacht hat? Und dieser kleine Finger kann aber auch unten auf dem Boden im Staub schreiben, also kann zum Künstlerfinger werden. Und in dieser Gefahr, auf andere zu zeigen, über andere zu urteilen, stehen wir immer. Und das tun wir so schnell, weil das haben wir von Kleinkindsbeinen an gelernt. Und wie schnell sind wir geneigt, dicke Steine auf andere zu werfen. Und Jesus, der sieht ja, was die Frau falsch gemacht hat. Das war ja keine kleine Sünde, sondern das war ein dicker Fisch, was sie da gemacht hatte. Und dann verspürt Jesus auf einmal völlig klar, jeder Mensch leidet unter dieser Sünde. Und dann sagt er den Pharisäern: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann die Ältesten, die also am meisten auf dem Kerbholz haben, die gehen als Erste weg, weil sie genau wissen, dass auch sie durch das Wegzeigen von sich selber eben von sich ablenken. So lädt uns dieser Tag ein, wirklich in die eigene Seele zu schauen oder, wie ihr merkt, hier in diesen Spiegel hineinzuschauen. Auch diese Zeit des Coronavirus, wo wir viel mit uns alleine sind, lädt uns ein, bei uns zu sein, bei uns zu bleiben, in den Spiegel zu schauen und zu wissen, Jesus schaut uns bei allem, was wir gemacht haben, mit einer unendlichen Liebe an. Und er verurteilt nicht, sondern bei ihm ist Neubeginn immer, immer möglich. Also stellen wir uns unter seinen liebenden Blick und schauen wir dann in den Spiegel. Bis morgen!